machen wir mal den Todessprung. Und Action. Sah aus wie Michael Jordan beim Slam Dunk Contest, wo er von der Freiwurflinie abgesprungen ist. Ich habe keine Okay, Angst. Jetzt kommt der Todessprung. Was er kann, kann ich auch. Natürlich kannst du das. Heilige Scheiße. Gleich so viel auf einmal, mein Gott. Und Rapper! Das staunt so, Alter, wa? High five! Spiel mir verstecken! Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Na toll. Lass mich mal bis 20 zählen. 2. 3. Ich kann überhaupt nicht bis 20 zählen, das ist das Problem. 5. Was kommt nach 5? 8? 8. 10. 10? 14? 14. 17? 19? Ja, ich glaube, wir haben... 20! Ich glaube, damit habe ich bewiesen, dass ich noch bis 20 zählen kann. Da wollen wir ihn mal suchen, den kleinen... Kollegen. Hilfe. Hä? Hilfe! 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 John! Hä? Du Scheiße! Hilfe! John! Mein Fuß! Fuß steckt fest. Greif zu. Ich zieh dich raus. Ja, komm. Na, mach schon. Hey. Also. Aufkloppen. Fuck. Das mach schon. Scheiße! Das klappt nicht! Was machen wir jetzt? Bist du überhaupt da reingeraten? John! Ich hol Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Ich glaub, das war's das Scheiße! Reicht. Ich mach schnell! Bin gleich Scheiße. Wieder da! Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Ja, wenn der Vater ein Säufer ist. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Das war's hier für uns. Wir gehen. 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 Wir gehen. Was ist los? Ja. Der Mann da drin. Graham. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Möchte ich Gas geben. Blumen auf John Shepherds Grab. Das hat ja doch irgendwas damit zu tun. Aber was? Ja, okay. Erstmal ist Madison wieder an der Reihe.
Hat die graue Haare? Oder sieht das nur so aus? Mit 27 graue Haare? Müsste ich auch mal langsam in den Spiegel schauen, glaube ich. Wenn das so ist. Okay, Blue Lagoon. Ein Assi-Disco-Schuppen, war großartig. Was macht man, nachdem er beim Todesdoktor war? Man geht erstmal in die Disco. Die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Paco Mendes, der Doc vermietet ihm das Apartment. Kein Typ, den ich meinen Eltern bestimmt vorstellen würde. Bestimmt der Club, wo wir jetzt auf Neo treffen. Ihm ein paar Fragen stellen. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Bin noch nicht über meine Begegnung mit dem Todesdoktor hinweg. So siehst du aus. Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, sollte ich lieber aufpassen. Oh okay. Gott. Danke. Hätte das nicht der Barkeeper sein können? Nur für ausgewählte Gäste. Zumindest sollte leicht zu finden sein. Wie ein Mensch aus. Die VIP-Lounge. Ich glaube, die war hinten neben der Toilette am Eingang. Der Barkeeper meint, Paco sei in der VIP-Lounge. Die war hinten in der Toilette. Die VIP-Lounge. Ich glaube, die war hinten neben der Toilette am Eingang. Die VIP-Lounge neben der Toilette. Okay. Bisschen ungewöhnlich, oder? Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Na super. Ich muss Paco sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Shit. Was können wir jetzt bloß tun?